Ja, Ayurveda, das Wissen vom Leben, die alte indische Heilkunde. Was ist das Besondere, was am Ayurveda so sehr fasziniert? Ich denke, jeder, der Ayurveda macht, hat da seine ganz eigene Geschichte, seinen eigenen Zugang. Für mich persönlich war und ist weiterhin, auch nach über 30 Jahren, die Konstitutionslehre des Ayurvedas der Schlüssel zum Ayurveda. Denn wir erkennen, jeder von uns ist ganz, ganz einzigartig und jeder tickt ganz einzigartig. Und zu wissen, wer bin ich, was brauche ich, was kann ich gut, wo muss ich mich ein bisschen unterstützen, in welche Potenziale lohnt es sich zu investieren und wo muss ich einfach aufpassen, dass ich kein Problem entwickle, weil es meine Schwachpunkte sind. Wenn wir das wissen, können wir einfach unser Leben sehr viel einfacher, sehr viel freudvoller, sehr viel energieschonender gestalten. Und diese Wertschätzung, dass es eben nicht gut und schlecht gibt, sondern einfach das Richtige für jeden Einzelnen. Und dass diese Bereiche in alle Lebensbereiche hineingehen. Also unsere Ernährung und unser Verhalten und welcher Sport ist der richtige, welcher Beruf ist der richtige für mich, welcher Partner ist der richtige für mich, welcher Wohnort ist der richtige für mich, wie soll ich meinen Urlaub gestalten, trinke ich warmes Wasser, kaltes Wasser, mit Fruchteinlage, ohne Fruchteinlage. Also die kleinen Fragen des Lebens und die wirklich großen Fragen des Lebens, die Antwort finden wir in uns selbst, wenn wir unsere Konstitution finden. Und das ist einfach eine super tolle Reise, die ganz viele Überraschungen und ganz viel Lebensfreude und auch viel Energie in sich birgt. Und da auf dieser Reise sich selbst zu begegnen und auch anderen zu begegnen, ist einfach etwas ganz, ganz Schönes und Fruchtvolles, was ich immer, immer wieder mit dem Ayurveda neu erlebe.